Herzlich willkommen zum Workshop 7. Heute geht es hier um Jugendpartizipation, mal etwas neu gedacht und anders gemacht. Wir berichten aus der Praxis. Der Robin Balzerei, der Mitglied bei uns in der Bertelsmann-Stiftung im JET ist, aber ein Jugendexpertenteam, von dem ich vorhin schon ganz kurz berichtet habe, aber auch noch in ganz vielen anderen Funktionen ehrenamtlich aktiv ist. Darüber wird er selber später viel berichten. Und ich, Alexa Meyer-Hamme, Projektmanagerin in der Bertelsmann-Stiftung und verantwortlich für Act Together, das ich ja vorhin kurz vorstellen durfte. Und wir werden heute mal, das ist heute ein bisschen ein bunter Workshop, in dem wir mal berichten wollen, zum einen ich aus organisationaler Sicht der Bertelsmann-Stiftung, warum es sich lohnt, warum wir überhaupt damit angefangen haben, Jugendliche stärker in unsere Arbeit einzubinden. Das ist für uns auch neu gewesen. Und ja, mit allen Stolpersteinen, Hürden und Herausforderungen, aber auch Chancen, die damit einhergehen. Und Robin Balzerei mehr aus individueller Sicht, warum das, was das für, das für den Einzelnen bringt, wie der Einzelne davon profitiert. Da bringen wir diese beiden Sichtweisen zusammen, wollen mal ein bisschen Erfahrungen teilen hier in der Runde und dann gerne natürlich im Anschluss die Frage stellen, was ist davon übertragbar in den schulischen Kontext. Da haben wir ein paar Fragen vorbereitet, aber wir gucken auch mal, wie das Interesse hier so in der Runde ist und sind da ganz flexibel. Ich werde jetzt starten, nochmal mit einem kurzen Einblick in die Organisation. Also in diesem Fall jetzt konkret das muss ich einmal nochmal ganz kurz bitte die hier zum Präsentator werden, die Präsentatorrechte bekommen, jetzt habe ich sie. In die Sicht der Bertelsmann Stiftung. Also es ist ja auch nur eine Organisation von vielen. Wir sind als gemeinnützige Stiftung, machen wir ja sehr viele Projekte, in denen es um Bildungsthemen geht, um Teilhabe. Und eigentlich, ich würde mal zusammenfassend sagen, haben wir in der Vergangenheit immer ganz viel über Kinder und Jugendliche geredet, aber nicht mit ihnen. Und das haben wir mit Act Together und auch schon mit einigen anderen Projekten etwas geändert und jetzt mal viel stärker und viel systematischer Jugendliche, Kinder und Jugendliche und ihre Perspektiven einbezogen. Und bei Act Together geht es vor allen Dingen um benachteiligte Kinder und Jugendliche, also sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Und uns ganz wichtig ist, dass wir auch das treffen, was sie wirklich denken und was sie umtreibt und nicht nur, was wir meinen, was sie wohl vermutlich umtreiben könnte. So, und wir haben ja hier, ich hatte das vorhin berichtet, ich werde das jetzt nicht mehr in der Ausführlichkeit wiederholen, aber Act Together ist nun mal eine Initiative, in der es um faire Chancen geht, die wir mit vielen Partnern zusammen aufgesetzt haben, die aus diesen drei Bausteinen besteht. Also eben das Camp für 200, 250 Kinder und Jugendliche, dann Trainings für pädagogische Fachkräfte und Netzwerken unter uns Partnern, wo es ganz viel um Agenda-Setting geht. Ich werde jetzt vor allen Dingen mich um den ersten Teil nochmal kümmern, um das Camp, weil das ist der Ort, in dem unser Jugendexpertenteam am stärksten eingebunden ist. Ich hatte die Folie vorhin schon ganz kurz gezeigt. Das ist, glaube ich, nochmal so als Kontext wichtig, damit hier alle, die jetzt heute in dem Workshop sind, eine Idee davon bekommen, wo überhaupt Möglichkeiten der Beteiligung bei Act Together bestehen. Und dieses Camp war eben für uns ein ganz, ganz großes Highlight 2019. 6 Tage am Verdinsee, der Robin war auch dabei. Ich selber war leider nicht dabei, weil ich damals noch in Schweine gelebt habe und erst später dazu gestoßen bin zum Projekt, aber ich habe natürlich ganz viel darüber gehört. Von daher, Robin, kannst du mich später jederzeit korrigieren, wenn ich irgendwas erzähle, was dann doch anders war. Wir haben jedenfalls eine ganz bunte Truppe gehabt von 230 Teilnehmenden ab 8 Jahren mit sehr unterschiedlichen Hintergründen und einen ganz bunten Mix an verschiedenen Sessions für Kopf, Herz und Hand. Und die wurden eben auch von unserem Jugendexpertenteam mitgestaltet und jeweils dann eben mal zwischen einem Kind oder einem Jugendlichen und einem Erwachsenen durchgeführt. So viel ganz zum Hintergrund, man so ein bisschen einordnen kann, wo Jugendpartizipation bei uns eigentlich stattfindet. Also dieses Camp war ganz, ganz wichtig für das Jugendexpertenteam. Und aber auch sonst spielt unser Jugendexpertenteam in Act Together eine wichtige Rolle, auch bei anderen Aktivitäten. Ich kann noch mal ganz kurz sagen, die Zielgruppe, die wir bei uns in JET haben, das sind insgesamt 15 Jugendliche ab, ich glaube im Moment 14 Jahren oder 13 Jahren, ist glaube ich der Jüngste, bis im Moment Anfang 20, die werden natürlich auch automatisch älter. Bei uns eigentlich die Bedingung ist gewesen, sich vor allem sehr, sehr stark mit dem Thema sozialer Ungleichheit und faire Chancen auseinandergesetzt zu haben. Und das kann warum? Also, dass man in sozial benachteiligten Verhältnissen aufgewachsen ist oder sich einfach sehr, sehr stark dafür interessiert. Und
für Verbesserung von Chancengleichheiten in der Gesellschaft einsetzen will. Wie sind wir an das JET rangekommen in Act Together? Weil dazu muss ich vielleicht noch mal kurz sagen, dass wir in der Bertelsmann Stiftung gar nicht so häufig direkt mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. Also wie gesagt, wir machen viel über die, wir publizieren Studien, aber wir haben eigentlich in der Regel gar nicht so viel Kontakt zu jugendlichen Menschen selber. Und das haben wir vor allen Dingen, wir sind ja eine Partnerinitiative, wir haben sehr viele Partner an Bord, die eben viel mehr direkten Kontakt haben, die National Coalition, SOS, den Kinderschutzbund, das Kinderrechteforum. Und über diese Partner haben wir eben dann Ausschreibungen gemacht, viel auch über soziale Medien und ein kleines Motivationsschreiben, um ein kleines Motivationsschreiben gebeten und dann das JET ausgewählt. Und wichtig ist auch heute, bei jedem, der neu dazukommt, der muss sich auch dem JET einmal stellen. Also es ist kein Selbstläufer, sondern es gibt, das JET entscheidet dann auch selber über neue Aufnahmen. Dann nochmal die Frage, wo und wie macht das JET eigentlich genau mit? Und ich würde im Prinzip sagen, eigentlich überall, wo es passt. Das ist aber jetzt auch hier für den Workshop, glaube ich, nochmal ein wichtiger Hinweis. Es passt eben auch nicht überall. Nicht alles, was wir machen, ist irgendwie für die Jugendlichen interessant oder auch relevant oder interessiert sie auch. Für sie hat in erster Linie ist natürlich der Schwerpunkt, liegt wirklich auf dem Togetherland Camp, wo sie sich sehr stark eingebracht haben in die Gestaltung auch von Workshops, in die ganze den ganzen Programmaufbau und auch in die Betreuung der Teilnehmenden. Und ansonsten immer so ein bisschen punktuell, also wie es gerade passt, auch jetzt im Baustein Together Learn mit der Fachkräfteentwicklung, wir fragen einfach immer, wollt ihr da mitmachen? Interessiert euch das? Und wenn ja, dann können die teilnehmen, die Lust haben, daran teilzunehmen. Und wir binden sie dann ein und gucken dann eben punktuell, wie es passt. Und ansonsten trifft sich das JET im Prinzip vor allen Dingen zum Camp und davor in der Vorbereitung und darüber hinaus viermal im Jahr zu Workshops, die eigentlich immer vor Ort ein ganzes Wochenende gehen. Aufgrund Corona mussten wir uns jetzt auch online treffen, was natürlich jetzt die Motivation nicht bei allen neben der Schule und so weiter erhöht. Wir hoffen, dass wir uns jetzt ab Herbst endlich wieder vor Ort sehen können. So, jetzt noch mal ganz kurz ein paar wichtige andere Punkte. Wir als Bertelsmann Stiftung haben uns für eine externe Moderation entschieden im Jugendexperten-Team. Also wir begleiten die zwar inhaltlich, aber haben auch noch eine mit Plan, mit Fantasie, so heißen die, das ist eine Agentur in Hamburg, die ganz viel Erfahrung haben in der Begleitung solcher Partizipationsprozesse mit Jugendlichen. Und die moderieren eigentlich diese ganze Zusammenarbeit zwischen der Bertelsmann Stiftung und dem Jugendexperten-Team. Und das ist für uns ganz wertvoll in verschiedener Hinsicht, weil wir zum einen am Anfang gar nicht viel Erfahrung selber damit hatten, wie man solche Prozesse aufsetzt. Zum anderen aber auch, weil wir gerne ja vom JET auch mal Widerspruch hören wollen und mal Kritik, dass wir so, wie wir die Dinge anpacken, das nicht gut ist, die das anders machen würden. Und wir glauben, dass es immer total sinnvoll, jemanden dazwischen zu haben. Also der so ein bisschen auch Widerspruch moderiert und es abfedert und so ein bisschen vermittelt zwischen den Seiten. Und die beiden, also die Gefahr mit Fantasie, da spreche ich von die beiden und rede dann immer von Claudia und Jens, sind methodisch eben einfach total fit. Also während wir fit sind, eher in dem Erstellen und wissenschaftlichen Arbeiten von Studien, sind die fit methodisch, wie man solche Gruppenprozesse gerade mit Jugendlichen moderiert. Und von daher ist das dann eine super Zusammenarbeit und würde ich auch jedem, der solche Themen neu aufsetzen will, empfehlen. Dann nochmal passend zu auch unsere Learnings, zu Feedback, was ist Feedback vom JET, was sind Bedarfe des JETs. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen, sind klare Ansagen, warum auch die Beteiligung, also klare Ansagen von unserer Seite über deren Beteiligung, warum wir deren Beteiligung brauchen, was das bringt, welche Ergebnisse dabei rauskommen sollen und wozu das Ganze, was auch mit den Produkten und Ergebnissen hinterher gemacht wird, welche Ziele es gibt. Wir arbeiten ja oft im Projektkontext mit viel längeren Zeithorizonten von 2, 3, 4, 5 Jahren. Und das ist für, glaube ich, Kinder und Jugendliche, das sind viel zu lange Zeiträume. Also man muss das alles auch kurzfristiger machen. Man muss immer denken, was sind auch mal schnelle, also sogenannte Quick Wins. Es reicht nicht, heute etwas anzustoßen und die Früchte der Arbeit dann irgendwie erst in 2 Jahren zu erleben. Es muss alles viel kurzer, es muss kurzfristiger sein. Und ansonsten natürlich eine ganz große Freude und Offenheit, auch so zu reden, wie Ihnen, ich sag mal, der Schnabel gewachsen ist, auf gut Deutsch, ist total wichtig. Und für uns auch als Institution, die eher konservativ ist, war das am Anfang schon herausfordernd, das auch einstellen. Und zum letzten Punkt, und dann bin ich fertig und würde dann gerne an Robin übergeben. Wichtig, was wir sonst noch gelernt haben, ist
gerade weil es uns ja um soziale Benachteiligung geht, dass wir auch in unserer Gruppe des Jets vor allen Dingen, dass wir viel stärker weg müssen von der reinen kognitiven Ebene, von der reinen Kopfebene des Lernens über das Lernen über Kopf, sondern uns anderes weiteren Methodenspektrums bedienen müssen. Es braucht Herz- und Handerlebnisse, es braucht Emotionen, weil wir eigentlich feststellen, dass sonst, wenn wir diesen Raum nicht aufmachen und andere Erlebnisformate aufmachen, immer nur die reden, die sonst auch immer reden. Und das ist total toll, aber gerade sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, die wir gerne dabei haben, die brauchen eben andere Erlebnisformate, andere Ebenen und die versuchen wir im JET auch zu ermöglichen. So, ich glaube jetzt erstmal bis hierhin, mein Teil seitens der Bertelsmann Stiftung. Ich sehe schon Robin im Bild. Hallo Robin. Und würde jetzt einfach mal an dich übergeben, dass du weitermachen kannst und uns von deiner ganz individuellen Sicht auf dieses Thema berichten kannst. Ja, sehr gerne. Danke dir, Alexa, für deine Einblicke und die schönen Erinnerungen, die du mit deinem Vortrag bei mir hervorgerufen hast an das JET und die Arbeit darin auch im Togetherland Camp selbst. Da hast du sicherlich recht, das war immer was sehr Besonderes. Und ich begrüße jetzt auch nochmal meinerseits gerne alle hier in der Runde. Ich hatte gerade, während du deinen Vortrag gehalten hast, noch einen kleinen Kampf, was meine Kamera betrifft, aber das haben wir jetzt auch gelöst und es sieht ja gut aus, dass wir bald auch Veranstaltungen in Persona durchführen können. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Okay. Ich lese gerade, ich wurde zum Präsentator befördert. Das freut mich sehr. Das ist auch ganz praktisch, wenn ich hier jetzt durchnavigieren kann. Ich sehe jetzt, dass meine Folienstruktur ein bisschen gelitten hat. Aber schauen wir mal, wie das am Ende aussieht. Ich bin mir sicher, dass wir das so und so gut hinbekommen am Ende. Hilft das gesprochene Wort hier sowieso ein bisschen mehr als jetzt die Folien. Ich entschuldige mich nur schon mal, falls da etwas verschoben sein sollte. Vielleicht bevor ich beginne, die Frage in die Runde, ob für alle es in Ordnung ist, wenn ich beim Du und Euch bleibe, der Einfachheit halber. Das ist natürlich nicht diskreditierend gemeint. Wenn es da jemanden gibt, der da darauf besteht, dass anders gehandhabt wird, dann gerne jetzt der Widerspruch. Ansonsten freue ich mich auf viele, viele Plus im Chat. Wunderbar, vielen lieben Dank. Dann ist das, glaube ich, für alle ein bisschen einfacher. Genau, das wird jetzt ein bisschen länger vermutlich. Wir haben aber hier und da immer mal wieder gemeinsame Fragen zu diskutieren. Ich bin mir ehrlicherweise nicht hundertprozentig sicher, ob das am Ende Breakout Rooms oder sowas Vergleichbares werden oder ob wir hier gemeinsam in der großen Gruppe diskutieren. Das wird sich dann zeigen, sobald wir zu dieser Frage kommen. Es gibt so ein paar Dinge, über die wir auch noch gemeinschaftlich diskutieren werden. Ist ja am Ende ein Workshop und kein reiner Vortrag und das ist auch gut so. Genau.